Endlich sind wir hier. Piratenklappe. Jetzt hier nichts verkacken. Ein Hinweis. Nehmen wir mit. So, jetzt gibt es hier ein Ending. Oder mehrere Endings. Oha. Gibt es ein Kristall? Schon mal sehr gut. Den roten haben wir irgendwo auch schon mal aufgesammelt. Ozean. Wir schwimmen durch den Ozean. Durch die Wüste sind wir schon. Schon mal hier durch den Ozean. Der hat doch bestimmt irgendwo ein Ending, oder? Ja, hier. Piratenschiff. Als ob ich jetzt hier ran scheitere. Ausguck. Oh, Piraten, yo. Oh, Piratenschatz. Da haben wir leider noch nicht alle Juwelen. Fetter Hugo fand in diesem Schiff einen Piratenschatz. Sein Lächeln verschwand, als er eine Kopie von Revenger zwischen den Goldhaufen merkte. Was für ein herzloser Mensch könnte so ein Juwel stehlen? Piraten. In der 96. Yay. Endlich. 10 Jahre später. Kriegen wir jetzt auch einen Piratenskin? Hoffentlich. Vetter Hugo ließ das Gold zurück, lief nach Hause, um Revenger zu spielen. Mit so einer erstaunlichen Menge an Inhalten sah ihn jahrelang niemand. Heute erreichte er das Ende 100 und war endlich bereit, wieder nach draußen zu gehen. Oh ja. Oh, Piratenskin. Nice. Pirate Hugo. So, wir gucken da drüben mal nach, ob es da noch ein. Gibt es bestimmt noch ein Ending, oder? Müssen wir noch mal hin, oder? Dann müssen wir noch mal hoch, oder? Aua. Will ich nicht. Irgendwo muss eine Insel sein. Ja genau, da müssen wir durch. Der König hat auch Durst. Irgendwo gibt's hier was zu trinken. Irgendwo müssen wir hier. Okay, dann hüpfe ich wieder. Bis in haben wir jetzt eine 96, oder? 97 war das. In der 97, irgendwo muss eine Insel sein. Ja, da müssen wir einfach an den Dingen. Wir müssen noch vorbeischwimmen. Müssen wir es erstmal hinschaffen. Jahr 109, Tag 150. Das mit den Gegnern mache ich nicht nochmal, das ist, da habe ich die Schnauze voll. Ich hüpfe da lieber hoch. Danke für den Tipp übrigens. Das schreibt mal mit ins Wiki rein. Unbedingt.
Hatte ich jetzt nicht aufgepasst. Eventuell gibt es noch mehr dazu. Map kann helfen. Ja, da gibt es gerade der Hinweis, sagt, dass da ausschwimmen muss. Der Hinweis. Irgendwo muss eine Insel sein. Schreibt das mal ins Wiki, dass man da, wie man da hier hochkommt, wie man da springt. Vielleicht guckt mal jemand ins Wiki nach, während das spielt. Das kann schon hilfreich sein. Ohne Items da hochspringen. In der Luft abspringen. Steht drin. Aha. Das ist sehr gut. Verdammt. Ich komme aus der Übung. Muss da wahrscheinlich auch noch mehrfach rein. Ein drittes und ein viertes Mal. Erst fallen, dann springen. Zu spät. Okay, das war gut, aber nicht gut genug. Verdammt. Nice. Langsam bekomme ich Übungen drin. Segel. Und das ist so ein Wichtel. Was haben die Wichtel zu bedeuten hier? Kristall haben wir mitgenommen, der ist jetzt. Ist jetzt unser. Hier gut umgucken, vielleicht findest du noch mehr. Ja, das den Kristall haben wir schon. Der Hinweis heißt ja hier. Hinweis 97. Irgendwo muss eine Insel sein, das heißt. Ich schlussfolgere. Gem hast du, da hatte ich nicht mitbekommen. Ja, den hatte ich sofort geholt, als wir da runtergefallen sind. Als allererstes. Das ist wahrscheinlich das letzte Ending oder so, dass wir alle Kristalle holen müssen. Davon habe ich erst zwei. Den roten und den gelben jetzt. So, jetzt geht's hier mal weiter. Ich vermute mal, es gibt keine Insel. Ah, hier haben wir das Ending. Pirate Hugo schwamm immer weiter in den Ozean. Niemand wusste warum. Er schwamm einfach weiter und schwamm und schwamm. Schließlich wurde er müde und ertrank. Er war nie der Klügste in der Stadt gewesen. Schimmel in den Sonnenuntergang. Ende 97 von 100. Jo, für 98 haben wir noch einen Hinweis. Für 99 und 100 müssen wir dann Hinweise finden oder unseren Wiki-Ersteller ausnutzen. Jahr 109, Tag 152. Die Delfine, diese süßen und großzügigen Meerestiere, haben Pirat Pirate Hugo gerettet und ihn sicher nach Hause gebracht. Wie kamen sie dorthin und dann zurück über zum Meer? Ich denke, wir werden es nie erfahren. Oh, Aquaman! Aquaman-Skin. Ich nenne die jetzt alle Hugo. Weil ich mich mit dem angefreundet habe, mit dem einen Hugo. So, Hinweis. 98, stille jemanden des Durst. Wo kriegen wir Wasser her? Wo kriegen wir Wasser her?
Nein, die letzten Endings sind jetzt wahrscheinlich brutal schwierig. Das habe ich auch nicht erwartet, dass die jetzt so leicht bleiben. Wo kriegen wir jetzt zu trinken her? Apropos Durst und Trinken, ich hole mir mal was zu trinken. Ich habe hier meine Flasche ist alle. Feed someone who is hungry. Still jemandes Durst. Steht dort. Okay. Schlechte Übersetzung. Okay, ich bin gleich wieder da. Schon mal was zum Saufen. Stille meinen Durst. Vielleicht gibt es da ein Ending. Wenn ich mir was zu trinken hole. Das ist ja trotzdem. Actually sehr gute Übersetzung, weil es im Englischen kein Getränk, sondern etwas zu essen ist, aber im Deutschen ein Getränk. Aha. Wo kriegen wir, wo zum Teufel? Ich habe ja im Spiel noch nie ein Getränk gesehen. Wo kriegen wir ein Getränk her? Wo zum Henker? 98. Still jemandes Durst. Da musst du mir mal helfen, ich weiß echt nicht. Gibt es hier irgendwo... Ah, Sekunde, nein, natürlich. Das hast du aber schon mal gesehen haben. Natürlich. Du meinst, das Bier ist jetzt der Durst. Natürlich. Ich, da weiß ich, was gemeint ist. Alles klar. Mir dämmert's. Aquaman ist unterwegs. Das Bier in der linken Truhe dort auf dem... Oder nicht? Irre ich mich da? Das Bier in der linken Truhe beim Tunnel dort, wo wir mehrfach waren. Da brauchen wir die harten Klaue für. Der Schell steht hier immer gleich. Da kann man blind vorbeifliegen. Dann mal hier rein. Können wir das irgendjemandem geben oder? Das Bier. Das ist ein Bier. Einfach auf Italiener stellen. Können wir das jetzt hier einfach wechseln? Sprache. Aber tatsächlich ein Döner drin. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Italiener. Na gut, das ist jetzt schwer zu identifizieren, aber. Questo non ho visto. Können wir ja hier gerade gucken. Polski, was haben sie da? Was ist das? Muss schon mehr besonders sein. Skarkowski. Was haben wir noch? Ruski. Okay, das ist der Wodka. Kann man halt jetzt hier nicht identifizieren. Da. Ich kann ein bisschen Russisch. Jasik. Die Sprache. Chinesisch. Sushi.
Japanisch. Was auch immer. Koreanisch vielleicht. Was? Was ist gerade passiert? Englisch ist der Burger. Ach Scheiße, wir haben jetzt natürlich den, wir haben jetzt den Burger verbraten, oder? Das ist vergammelt oder so. Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Deutsch. Hm, ja. Der Burger ist weg. Ja gut. Gehen wir nochmal hin. Das Essen verdirbt. Das Bier verdirbt.